nächste Mal. Verpiss dich einfach. Es sah nach Endbosskampf aus im letzten Part, aber wenn man sich betrachtet, dass hier noch ein bisschen was kommt, gibt's hier nochmal einen kompletten Part. Okay, Leute, wir haben noch Magnum-Munition. Naja, ein bisschen. Wir haben noch Pistolen-Munition. Juhey! Und bei den beim Granatwerfer haben wir immerhin noch Minengranaten. Naja, das ist eigentlich nichts. Mal gucken, was noch kommt. Und wenn es nur die Credits wären und Endsequenzen. Auf jeden Fall kann ich mir Zeit lassen. Let's do this, Leute. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein. Du bist Geld wert. Ich mag ihn. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Sowas Erstaunliches gesehen. Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Es ist das letzte Mal. Ich bin hocherfreut. Was zum Teufel? Wird das nichts? Alter, was ein Vieh, ne? Ich hab doch gesagt, Resident Evil Endbosse müssen übertreiben. Da steht so ein Drehbuch. Na gut. Ich würde jetzt ungern meine ganze. Keine Heilung mehr, ne? Oh ho ho! Was ist das denn? Strom. Oh, verstehe. Ist ja übelst geil. Naja, das hat ja eigentlich nichts mehr mit dem Nemesis zu tun, sag ich euch ganz ehrlich. Keine Highlight-Items mehr, wie stellt ihr euch das vor? Aktivieren Sie alle Stromquellen und feuern Sie mit der Railgun. Also ich hätte eine Magnum. Die willst du jetzt wirklich nicht mehr, oder was? Wäre vielleicht besser, einfach mal reinzujagen, was wir haben. Nikola ist echt ein Drecksack. Aber die Animationen sind gut. Man kauft ihm das ab. So, ich kann direkt, oder? Aufgabefachrücke geöffnet. Das gefällt mir schon besser. Dann mal instant los hier. Ich habe auch ein bisschen gezielt diesmal. Warum ist da überhaupt so eine Waffe? Mist, sie braucht Strom. Darf ich mal so... Ey, wir haben nichts an Heilung. Ich jag jetzt trotzdem rein, was ich habe. Scheiße. Ja, Freunde.
Ah, er lässt mich nicht. So, und jetzt instant danach. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich wünsche guten Appetit. Was ist denn hier los? Ach, Mann. Wenn Sie die Flüssigkeit einatmen, fangen Sie zu würgen an und husten, was Sie verlangsamt. Halten Sie sich fern. Pff. Tja, Leute, ich versuche ein paar Sachen aus. Es ist optional, welchen Weg man geht. Vor allen Dingen, dass man immer wieder hier langlaufen muss. Ich würde ihm halt schon gerne alles reinjagen, was ich habe. Die Merknung zumindest. Mann, 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 immer her mit dem Stuff. Was ist das da überhaupt? Tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Das legt ihn lahm. So wird's gemacht. Okay, Leute. Ja, man muss erstmal schauen, ne? Noch zwei Stromquellen aktivieren. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wie lange liegt er da jetzt? Konnte ich einfach wegen der Magnum das so gut abschießen? Jetzt richtet er sich allmählich wieder auf. Noch eine Stromquelle aktivieren. Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Aber alle sind drin. Hier kommt Schuss Nummer 2. Ich schätze, der dritte wird lustig. Ist egal wohin. Anscheinend. Sicher, dass so viel ausmacht? Komm schon! Das nächste Mal verpiss dich einfach! Iman! Den bin ich los. Cool, so schnell kann's gehen, ne? Ich dachte, ich muss jetzt nochmal. Ich dachte, ich muss jetzt alle reinschieben. Und wir laufen durch ihn hindurch. Das würde ich ja nicht tun. Alter, was haben wir da für eine Waffe gehabt eigentlich? So. Es fehlt noch einer. Warum nicht gleich so? Guck ich mal noch, ob wir uns irgendwie heilen können. Sollten. Warte, wo ist eine Leiter? Hat sich hier was aufgetan. Ich kann aber nirgendwo hin. Sich erstmal zurechtfinden hier zwischen dem Gesülze. Ich frage mich überhaupt, was mit dem passiert ist. Ob der hatte die ganzen Sachen da absorbiert. Aber war mega inszeniert. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Kommt er nochmal? Das kommt mir doch relativ bekannt vor hier.
Ja, warst du schnell fertig, ne? Muss man sagen. Was ist hier noch los? Hört's mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Erschieß ihn! Carlos! Hey, ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahl, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ermittlungen machen wir nichts. Jill! Alles okay? Da ist sie. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal. Ja. Ein schönes Ende. Ein Ende, das man so erwarten kann. Man kennt ja immerhin zumindest die Grundrisse der Geschichte.
Raccoon City wurde ausgelöscht und damit, nun ja, immerhin der Virus. Größtenteils. Im Grunde schon. Der Virus ist unter Kontrolle, sagen wir es so. Vor allen Dingen, die unterhalten sich da auf diesem... Ist ein Helikopterlandeplatz gewesen. Es hieß, in 10 Minuten kommen die Raketen. Ich hätte mit dem nicht so lange rumgequatscht, sondern hätte schnurstracks den Weg rausgefunden. Ich habe mich auch German Editor Florian Seidel, Localization Maurice Ossenbrink, ja, Grüße gehen raus. Nein, also ich, naja gut, war ja Show. Genauso mit dem Zielen auf ihn. Ich habe versucht, auf seinen Kopf zu zielen und trotzdem landete es so in seinem Körper. Als würde es hingezogen werden und ich dachte wirklich, ich habe jetzt Carlos erschossen. Aber das war wohl so gescriptet. Ja, haben sie schön umgesetzt. Ich sage euch ganz ehrlich, als das Resident Evil 2 Remake kam, es war für alle klar, egal wie das läuft. Alle werden nach dem Resident Evil 3 Remake schreien. Die Entwickler wussten das schon. Wir wussten das auch schon. Es war ein offenes Geheimnis. Und wir haben es bekommen. Ja. Resident Evil 3 mochte ich schon immer. Jetzt kommt's, tut mir leid, ne? Schon immer weniger. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. In den Straßen rumzulaufen. Sei es, als ich es gespielt habe zu PlayStation 1 Zeiten. Sei es, als ich es gespielt habe später. GameCube Remakes. Ich habe mir die GameCube Ports, sind's ja, gekauft. Ich habe es als Let's Player ausgelassen, den dritten Teil. Ich habe es auf Twitch nochmal gezockt und es ist immer dasselbe. Ich mag den dritten Teil weniger. Mit dem Remake hatte ich Hoffnung und ich finde, wie sollen die das besser umsetzen? Sie haben vieles modernisiert, sie haben vieles neu interpretiert. Mehr als beim zweiten Teil. Ja, allein die Umgebungen. Ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Es ist ein schönes Spiel. Der Schwierigkeitsgrad, also die, auch dieser, gut, es sind diesmal ein bisschen weniger Rätsel, deutlich weniger Rätsel. Damit kommt mehr Resident Evil 4, 5 Touch zur Geltung. Oh, da waren gerade die ganzen deutschen Stimmen. Ja, das war nicht schlimm. Ich habe mich auch bescheiden angestellt, da mache ich keinen Hehl raus. Es gibt Parts, die sind zum Wegwerfen eigentlich. Das ist manchmal der Preis, wenn man blind spielt. Aber ich war mit mir selbst okay mit dieser Tatsache. Wisst ihr, wie ich meine? Und hab das Spiel genossen. Und auch wie die viele Action-Szenen umgesetzt haben. Ja. Der Anfang hat mir am besten gefallen. Und zwar aus der Ego-Perspektive. In Part 1. Vielleicht, weil es unberechenbar war. Oder einfach nur... weil es was anderes war. Weil man, als man nochmal in der Wohnung aufwachte, nicht genau wusste, wo ist man. Ich würde mir wünschen, wenn Resident Evil 8 wieder so wie Teil 7 wird. Gibt ja auch schon Gerüchte, neue Gerüchte von vor ein paar Tagen. Resident Evil 8 mit Chris Redfield. Trägt den Namen Resident Evil Village. Aber für den Fall, dass es nur ein blödes Gerücht ist, mehr dazu, wenn es kommt. Prinzipiell muss man auch sagen, Resident Evil kommt ja schon seit Urzeiten. Ich spiele schon immer. 2010, 2011 und so weiter. 2019, 20, jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob absolut jedes. Manchmal ein paar mehr. Und dann vielleicht irgendwann mal einen Jahrgang ausgesetzt. Weiß nicht. Aber ich spiele schon immer Resident Evil. Und es hat schon immer die Eigenschaft, dass ihr nicht so sehr interessiert seid. Ist eigentlich blöd gesagt, weil ihr, die es gerade hören, die sind interessiert an Resident Evil. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich mag die Serie. Die Allgemeinheit, die will halt doch eher die bunten Jump'n'Runs sehen, die ich auch sehr mag. Aber ich lasse mir definitiv niemals die Lust an Resident Evil nehmen. Muss nur erwähnen, dass ich ein bisschen schade finde, dass gerade bei einem brandaktuellen Titel halt doch wenig eingeschaltet haben. Vielleicht weil es viele spielen, vielleicht weil viele gerade lieber Animal Crossing sehen wollen, das ist schwer zu sagen. Ich habe es gerne gezockt, Resident Evil 2 Remake konnten wir auch zwei Stories durchzocken und es gab DLCs und so weiter. Ich glaube, hier wurde schon gesagt, es gibt keine DLCs, wir haben keinen zweiten Durchlauf. Und deswegen ist das Let's Play wirklich vergleichsweise kurz. Ich will es auch nicht abwürgen.
Aber ich schätze, das wär's heute, ne? Gucken, ob es noch eine Endsequenz gibt. Es gibt ja auch diesen Modus, Resident Evil Resistance. Ich weiß nicht, ob wir den mal irgendwie im Stream anschauen oder so. Eigentlich nicht geplant. Eigentlich mag ich lieber die Einzelspieler-Kampagnen. Und das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen Punch in the Face für die Entwickler, die sich da was Neues ausdenken. Neue Charaktere, neue Spielprinzipien. Aber trotzdem bin ich so und möchte doch nur Resident Evil 3 gespielt haben. Ich sag's nur. So, ich wette, die Credits kann man auch skippen, weil die sind einfach viel zu lang, ne? Der Impfstoff ist zerstört. Naja. Klar. Blind. Schlecht. Ist in Ordnung. Ist nicht in Ordnung, aber was soll ich jetzt dagegen tun, ne? Warum sieht man da Jill weglaufen? Mit dem kaputten Impf. Ja, wie geht Jills Geschichte weiter? Ich glaube, am Anfang von Resident Evil 4 wurde er erklärt, dass die Aktienkurse von Umbrella sanken, weil es einfach publik wurde, was da passiert ist. Vielleicht haben wir das Jill zu verdanken. Ja, das wird sein. Jill hat genug Action gehabt. Die hat vielleicht auch mit anderen, vielleicht auch mit Chris und Co. dafür gesorgt, dass alles ans Tageslicht kommt. Dass die Firma nicht mehr existiert. Aber wir wollen Albert Wesker nicht vergessen. Der im Hintergrund die Fäden zieht. Und wie es weitergeht. Seht ihr in Let's Play Resident Evil 4, was ich letztes Jahr Let's Played habe? Also gönnt euch das gerne. Was, ihr habt das nicht gesehen? Habt ihr nicht mitbekommen? Ja, Resident Evil 4, letztes Jahr. Wunderbares Spiel. Wenn sich jetzt manche fragen werden, wird Resident Evil 4 auch irgendwann ein Remake bekommen? Ich würde tippen erstmal in langer Hinsicht nicht. Ihr müsst immer den Vergleich sehen. Ihr wisst ja, wie Resident Evil 2 und 3 bis zuletzt aussahen. PS1-mäßig. Und die Unterschiede zwischen Resident Evil 3 und 4 in ihrem Ursprungszustand ist so gigantisch. Resident Evil 4 ist ein Spiel, das immer wieder remastered wird. Und das bekommt deswegen kein Remake. Ich glaube, es wäre auch viel zu schwierig. Viel zu viele Leute würden meckern, wenn Resident Evil 4 ein Remake bekommt und das ist nicht so und das ist nicht so und das ist nicht so. Vielleicht hat Resident Evil 4 nicht so viele Action-Sequenzen, die so flüssig ineinander übergehen. Und natürlich haben die neueren Spiele viel bessere Animationen und Charaktermodelle. Aber ich glaube, Resident Evil 4 sollte man schon den Strich ziehen. Und naja, zumindest in absehbarer Zeit kein Remake machen, finde ich. Gerne nochmal remastern, nochmal bessere Grafik. Nein, das Gameplay von Teil 4 ist schon in Ordnung, aber Teil 2 und 3 mit Panzersteuerung, standfesten Bildern und so weiter, schwierig. Ich gucke jetzt nochmal, ob es hier irgendwas gibt. Das Carlos-Manöver. Der Shop wurde freigeschaltet. Punkte. Okay, man kann also noch was machen. Welche Kampagne sage? Optionen. Nichts Wichtiges. Boni. Herausforderung. Schließen Sie alle Herausforderungen ab. Adios, Raccoon City. Na, da wird es noch mehr geben. Wer mit dem Spiel noch nicht satt ist, der hat ja noch ein bisschen Inhalt, ne? Konzeptgrafiken gucken wir uns an. Das war natürlich keine 100%. Ich denke, diese Figuren sind dafür notwendig. So ein bisschen anders aus der Carlos. Hat sich nochmals verändert. Er wurde noch ein bisschen südländischer. Wie der am Anfang verpackt ist, ist auch eine ziemlich krasse Sache. Wisst ihr noch, als erste Bilder zu Resident Evil 3 geleakt wurden? I am not me. Was ist das denn? Das ist nicht Jill, das ist irgendein Zombie, ne? Aber diese Apartments am Anfang. Rollende Kopf. Das ist eine sehr wichtige. Das ist nicht die Tankstelle von Teil 2 sogar. Würde mich nicht wundern, wenn die viel davon parallel entworfen und entwickelt haben. Figuren. Auch es bewegt sich, ne? Guck mal, die
Gürtel. Und die Haare. Das Stars-Outfit. Das mit dem Charaktermodell. Alter, Resident Evil 1 Remake on the Run, oder? Wäre cool. Das passt doch irgendwie unerwartet gut, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. So, dasselbe Modell, oder? Das würde ich am ehesten noch nehmen, Resident Evil 1 Remake. Wobei, ich mag Resident Evil 1 auch so, wie es ist. Ich will mal gucken, das ist dasselbe Gesicht. Das ist interessant, wie das Charaktermodell schon perfektioniert wurde. Ja gut, Jill klassisch. Das sind wohl die alten Klamotten. Wieder auch der, ich weiß nicht, was ist, eine Jacke oder Pulli, sich bewegt. Krass gemacht. Pose 2. Carlos, klassische Frisur. Sieht ein bisschen aus wie Jamie Lannister. Und jetzt... Ja, das bewegt sich nicht. Zwar bewegen sich die Taschen, aber in seinem Mund, das, die Sicherung bewegt sich nicht. Carlos als Zombie? Warum das denn? Da haben wir den lieben Brad. Auch so ein kleines Mysterium ist. Er sieht sympathisch aus. Ja, und viele haben auch, sind darauf eingegangen, ne, dass er reden kann. Reden konnte. Murphy. Marvin Brannagh. Noch unverletzt. In Teil 2 ist er ja verletzt. Wir haben ja gesehen, dass Brad ihn eben infiziert hat. Zombiehund. Ich würde schon sagen, die Texturen sind gar nicht so pralle, aber doch, wenn man rangeht, ja. Nemesis Stufe 2. Ich weiß nicht. Für mich war der nicht mehr so bedrohlich, als er diese Stufe erreicht hatte. Ich fand sogar den Tyrant aus Teil 2 irgendwie gruseliger. Das war alles. Also wie gesagt, die 100%-Jäger haben bestimmt ihren Spaß. Der Shop. Ah, man kann das Stars-Outfit. Das könnte ich mir sogar kaufen. Erholungsmünze. Ich hätte langsam die Gesundheit wieder her. Ach so. Man kann sich von direkt zu Beginn an den Dietrich holen anscheinend. Noch mehr Gürteltaschen und krasse Waffen. Alter, 12.000 Punkte. Elektrische Ladung. Unendliche Mupp-Pistole. Sturmgewehr. Unendlicher Raketenwerfer für 62.400. Die 400 hat es am Ende nochmal gebraucht, ne? Wollen wir nochmal einen Blick reinwerfen? Ins Outfit von Jill. Sehen wir jetzt nochmal in den letzten Speicherdateien. Das Resident Evil 1 Outfit. Da werfen wir nochmal einen Blick drauf. Ich möchte auch ankündigen, wir... Gut, jetzt bin ich wirklich ganz am Ende. Ich sag's gleich. Jill. Dass es wirklich so passt, weil eigentlich hat die ja so ein... kantiges Gesicht. Ah, sieht jetzt doch ziemlich fremd aus, oder? Oder würdet ihr so ein Resident Evil 1 Remake nehmen? Vermutlich. Die Situation ist gerade nur halt sehr actionreich im Vergleich zu Teil 1 im alten Herrenhaus. Na gut, so viel dazu. Meine nächsten Resident Evil Projekte. Ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr bestimmt, ja, ich sag mal Sommer, Resident Evil Code Veronica ausprobieren. Was das eigentliche Resident Evil 3 werden sollte. Ihr könnt euch entsinnen. Und zwar habe ich mir das schon gedownloadet. Ich kann es euch mal sogar schon zeigen hier. Kann ich das? Ja.
Da ist es am Start. Bei der PlayStation 4 ist es nur für Resident Evil da. Teil 2, 4, 5, Veronica, Teil 3. Habe ich noch nie gespielt. Veronica X in dem Fall. Das war ja nochmal die verbesserte Version. Es ist weiterentwickelter als Resident Evil 1, 2 und 3, weil es halt für Dreamcast rauskam und dann für PlayStation 2. Das sind Claire und Chris. Und es hat auch eine interessante Story, die ich noch nicht so gänzlich kenne. Ich möchte das Spiel mit euch kennenlernen und das eben auch wieder blind. Im Stream aber auch nur. Im Stream. Naja, vielleicht überlege ich es mir nochmal. Aber mein Plan ist im Stream. Und irgendwann zocken wir dann auch Resident Evil 6, wie versprochen, weil wir Teil 4 und 5 reloaded haben. Resident Evil 6 auch noch. Nur dadurch, dass wirklich wenige Resi schauen im Vergleich zu anderen Projekten, will ich zumindest nicht alle hintereinander bringen, ihr versteht. Also Geduld, bleibt auf meinem Kanal, danke fürs Dabeisein und ja, ich schätze, das wäre es gewesen mit Resident Evil 3. Ein kurzes Vergnügen, aber ich finde, sie haben die Erwartungen erfüllt. Man ist nicht so geflasht wie bei Teil 2, aber man hat die hohen Erwartungen erreichen können. Haben sie professionell umgesetzt, doch. Das wär's. Letzter Part Resident Evil 3. Macht's gut. Ein Däumchen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich sage nur noch, bis dann und ciao.